Welcome back, ihr Lieben. Herzlich willkommen zurück bei Einfach Aktien. Wir schauen uns heute drei sehr interessante Dividendenaktien an, die, wie ich finde, sehr spannend sind, auch für einen Einstieg jetzt. Das ist natürlich immer nur meine Meinung, keine Anlageberatung, aber ich finde es schon sehr, sehr verlockend, drei absolute Qualitätsunternehmen. Wir schauen drauf auf die Dividendenrendite, also die Höhe des Dividendenwachstums. Ist die Dividende auch gedeckt? Und was würden wir jetzt für eine Kursrendite ungefähr erwarten können, wenn wir jetzt einsteigen? Ist es wirklich ein cleverer Einstieg? Das alles und noch viel mehr wollen wir in diesem Video heute klären. Ich freue mich sehr drauf. Gerne einen Daumen nach oben da lassen. Kommentiert mal, wer kennt die Unternehmen? Wer hat sie vielleicht im Depot? Und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich bin der Konsti, der Kanal heißt Einfach Aktien. Und jetzt keine Zeit mehr verlieren. Gehen wir rein in diese drei spannenden Dividendenaktien. Ich freue mich sehr drauf. Let's go! Gehen wir drauf. Unternehmen Nummer 1 ist Starbucks. Und Starbucks ist mittlerweile vom Kurs her so attraktiv geworden, wie ich finde, dass man da mal einen Blick drauf werfen könnte. Starbucks, glaube ich, ist jedem klar, worum es geht. Es geht um Kaffee natürlich, es geht aber auch um Snacks und um Kuchen und was man so in einer Starbucks-Filiale bekommt. Ich will aber nochmal darauf hinweisen, ich finde, dass es eigentlich gar nicht so sehr um den Kaffee geht. Es geht bei Starbucks eher um so ein Gefühl irgendwie. Es geht um so ein heimeliges, wohliges, schönes Gefühl, in einer Starbucks-Filiale zu sitzen, diese Kundennähe auch zu spüren, so, aber seinen Laptop auszupacken, irgendwie ein vertrautes, heimeliges Gefühl zu bekommen. Und das, finde ich, schafft Starbucks sehr, sehr clever, das rüberzubekommen und irgendwie aufzubauen, so dieses schöne Gefühl, was man hat, bei Starbucks zu sein. Weil ganz ehrlich, Kaffee kannst du überall kaufen, auch günstigeren Kaffee kannst du überall kaufen. Es geht nicht so sehr um den Kaffee, glaube ich, es geht mehr um dieses Gefühl, bei Starbucks zu sein. Das machen sie sehr, sehr geschickt, weil sie wachsen gut, die Umsätze sind gut, wir schauen uns gleich die Gewinne an und so weiter. Clever, 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 wie sie das machen. Und wir schauen uns auch gleich mal den Kurs an, wie der jetzt zuletzt zurückgekommen ist. Aber ganz am Anfang natürlich erstmal die Dividende. Heute ist der Fokus ja die Dividende. Wir schauen auf die Dividendenrendite bei Starbucks. 2,36% kriegt man aktuell, gar nicht so wenig, finde ich schön. In Kombination aber auch mit dem Dividendenwachstum. Der letzten 5 Jahre im Schnitt bei 10%, der letzten 10 Jahre im Schnitt bei 16%. Und erwartet sind es 8, also fast 9%. Diese Kombination finde ich eigentlich sehr schön. Eine schöne Dividendenrendite ist jetzt natürlich keine 8-9%, wirst du bei Starbucks aber auch nicht bekommen, wahrscheinlich. Aber auch die Kombination mit dem Dividendenwachstum finde ich doch schon sehr verlockend. Auch eine Stabilität in den Ausschüttungen, 13 Jahre am Stück, die Dividende immer erhöht jedes Jahr. Der Payout auf den Free Cashflow ist interessant, bei 57% ist noch genug Spielraum da. So dividendentechnisch muss ich sagen, finde ich alle Werte sehr, sehr gut bei Starbucks. Geschäftsmodell verstehen wir, glaube ich, das ist schon mal gut. Was ist jetzt im Kurs gewesen, die letzten 10 Jahre mit Starbucks? Hätte man was verdient? Ja, hätte man gar nicht so wenig sogar. Die letzten 10 Jahre mit 154% nur die Kursperformance. Wir schauen uns auch gleich an, was es mit Dividende bedeutet hätte. Finde ich schon gar nicht so schlecht. Es ist natürlich schon ein zyklisches Geschäftsmodell. Wir sind aktuell auf den vor Corona-Werten ungefähr bei $93. Sind wir aktuell. Man hätte jetzt die letzten 4 Jahre im Endeffekt, 4, 5 Jahre schon fast, eigentlich gar nicht so viel verdient mit Starbucks. Da wäre es jetzt eher um die Dividende gegangen. Aber es geht natürlich auch um den Einstieg, um den guten und cleveren Einstieg bei so einem Unternehmen. Und wenn man das eben gut wählt, kann man da eben auch eine gute Kursperformance abstauben. Aber das mal als Einschätzung, die letzten 10 Jahre wäre schon auch eine schöne Kursperformance gewesen. Wir schauen uns mal den Qualitätscheck an und schauen mal, ob die Dividende gedeckt ist von den Gewinnen und vom Cashflow. Wir sehen die Dividende im blauen Bereich mit dem blauen Balken. Das schaut schon mal sehr, sehr gut aus. Haben wir gerade auch in der Ausschüttungsquote gesehen. Da ist aktuell genug Spielraum nach oben, um die Dividende weiter zu zahlen. Da würde ich mir bei Starbucks jetzt erstmal keine Sorgen machen, dass da irgendeine Dividendenkürzung kommen sollte oder so. Bereinigter Gewinn schaut gut aus. Wir hatten mal einen Einbruch hier. Das war natürlich Corona, wo das Geschäftsmodell dann schon gelitten hat. Der freie Cashflow, der schwankt natürlich schon so ein bisschen mehr, aber auch die Dividende scheint sehr, sehr gut gedeckt zu sein. Und es soll auch weiterhin nach oben gehen. Das ist auch ganz wichtig, dass die Prognosen auch weiterhin gut sind, auch vom Gewinn. Umsatz schaut bei Starbucks sehr, sehr schön gleichmäßig. Wie gesagt, mit einem Einbruch ein bisschen, ein kleiner Einbruch 2020, bei Corona eben. Aber ansonsten schaut es wie an der Schnur gezogen aus. Sehr, sehr schön. Und die Firma ist nach wie vor auf einem starken Wachstumskurs. Eröffnen, glaube ich, alle 9 Stunden in China eine Filiale. Wirklich, wirklich beeindruckend aus, ne? Beeindruckend, wachsend auch noch sehr, sehr stark. Wir schauen auf die Performance inklusive Dividende, das will ich euch auch noch zeigen. Was hätten wir denn insgesamt an Total Return die letzten 10 Jahre mit Starbucks verdient, wenn man da investiert gewesen wäre? Hätte man
eine Rendite von 196% gemacht. Also nochmal mehr natürlich als jetzt nur mit der Kursperformance. Da kommt die Dividende schon auch oben mit drauf. Sehr, sehr schön. Und aufs Jahr wären das 11,5% an Total Return gewesen. Man hätte also den Gesamtmarkt schon geschlagen. Den S&P 500, glaube ich, vielleicht ähnlich mitgelaufen. Der war ja auch sehr stark in den letzten 10 Jahren. Aber Starbucks wäre jetzt, natürlich muss man auch einrechnen, wir hatten jetzt diesen Abverkauf hier, die sind jetzt ja nicht am All-Time-High, wäre trotzdem eine gute Investition gewesen. Man darf auch nicht vergessen, wir hätten jetzt eine persönliche Dividendenrendite von 5,9%. Auch gar nicht so schlecht durch die Dividendensteigerungen. Eigentlich ein schöner, schöner Wert, wenn man da mal dabei bleibt bei so einer Firma. Wir gehen aber jetzt auch drauf auf den fairen Wert. Was würden wir denn jetzt erwarten können an Kursrendite, wenn man jetzt einsteigt? Das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig. Wir gehen hier auf den Fair Value Gewinn und schauen mal drauf, was die aktuellen Kennzahlen sind. Wir haben ein KGV bereinigt von 25. Im Schnitt ist es normalerweise 28. Kurs-Cashflow-Verhältnis ist geringer als normal. Kurs-Umsatz-Verhältnis ist geringer als normal. Und die Dividendenrendite ist höher als normal. Das sind alles Werte, die jetzt darauf hindeuten, dass Starbucks aktuell in einer Unterbewertung ist, eben historisch gesehen zum historischen Schnitt. Wir gehen drauf und schauen mal, was wir für eine Renditeerwartung hätten, wenn wir jetzt am 16.02. einsteigen und nehmen uns mal Ende 2026 raus, gehen auf eine Renditeerwartung, wo man aufs Jahr gerechnet 23,6% hätte bei Starbucks, wenn man jetzt einsteigen würde. Insgesamte Rendite bis Ende 2026 mit 74%. Insgesamte Rendite mit Dividende, das wäre also die Gesamtrendite hier, und aufs Jahr im Schnitt 23, was eine sehr, sehr schöne Rendite wäre. Wenn man eben davon ausgeht, dass man mit dem Schnitt der Vergangenheit auch wieder klarkommt. Wenn man jetzt den Schnitt aktuell einrechnen würde, was der Markt eben aktuell wirklich einpreist, dann müsste man ein bisschen korrigieren, würden wir hier also fair bewertet sein. Ungefähr gehen wieder Ende, es ist gar nicht Ende 26, es ist im September 26 als Zeitpunkt, hätte man immer noch eine Rendite aufs Jahr mit 18,2% im Schnitt. Was auch sehr, sehr gut ist. Das ist deutlich über dem Marktschnitt normalerweise und eine Rendite insgesamt von 55%. Eine persönliche Dividendenrendite hätte man von 2,9. Da wären wir jetzt ja aktuell bei 2,4. Sorry, natürlich immer viele Zahlen, aber das ist fürs Gesamtbild, glaube ich, schon ganz wichtig. Umsatzwachstum, schauen wir mal, wie soll das weitergehen? Wir haben jetzt 2024 mit 9%, dann fast 10% Wachstum, 2025 und 2026 auch fast 10% Wachstum. Das Wachstum ist weiterhin da. Auch das Gewinnwachstum, Cashflow-Wachstum. Ich finde, Starbucks ist weiterhin auf einem Wachstumskurs. Deswegen würde ich sagen, sind die Zahlen schon auch berechtigt, dass es Starbucks weiterhin schafft, den Umsatz und den Gewinn zu steigern, muss ich wirklich sagen, finde ich gar nicht schlecht. Wirklich gar nicht schlecht. Genau, jetzt haben wir schon mal eine Renditeerwartung. Wir wissen, die Dividende ist gedeckt, das Dividendenwachstum, was so erwartet wird. Und jetzt schauen wir uns am Ende auch nochmal den Kurs ein bisschen an im Chart. Das finde ich nämlich auch spannend bei Starbucks. Wir gehen mal ein bisschen raus, zoomen mal raus aufs große Bild. Das absolute Hoch hatten wir ja. Schauen wir mal kurz rein. Das war, ja, also im Juli, also Mitte 21 ungefähr, war so dieses Hoch, wo Starbucks nicht mehr hingekommen ist. Und dann gab es ja im Endeffekt diesen Abwärtstrend, so ein bisschen, ja, es ging runter, dieser Abverkauf. Natürlich auch mit dieser Phase, die wir damals hatten, die letzten 2 Jahre. Dann hat sich Starbucks wieder nach oben gekämpft und kommt jetzt auf einer türkisen Trendlinie. Hat sich da ganz gut gefangen mittlerweile. Und wie ich finde, wenn man da mal einsteigen wollen würde, könnte man sich das ein bisschen als Orientierung nehmen, weil sie da ganz gut sich halten können. Sie sind hier einmal aufgekommen, hier wurde diese Trendlinie gehalten. Was natürlich immer passieren kann, dass sie nochmal runterkommen auf so eine größere Unterstützung. Das kann immer mal passieren. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass sie jetzt auf dieser Linie weiter reiten. Das ist halt immer schwer zu prognostizieren, das kann ich auch nicht genau sagen. Mir gefällt aber dieser Aufwärtstrend, den sie hier jetzt so nach oben etablieren, ganz gut. Und Starbucks, wie ich finde, haben wir ja gesehen, von den fundamentalen Werten attraktiv bewertet. Und vom Chart her muss ich sagen, ja, auch hier etabliert sich so ein Aufwärtstrend. Sie sind unter der 200-Tage-Linie noch. Wenn sie die dann nach oben durchbrechen, wäre das ja auch ein Kaufsignal normalerweise. Wichtig ist es natürlich immer, dass man solche Widerstände überwindet, diese roten hier, dass man wirklich wieder in einen schönen Aufwärtstrend übergeht. Das wäre nochmal wichtig. Also wer darauf warten würde oder wollen würde, der kann natürlich auch auf sowas warten. Ansonsten, einmal Investitionen würde ich immer aufsplitten eigentlich auf 2, 3 Tranchen, um dann nicht irgendwie sauer zu sein oder enttäuscht, wenn man falsch eingestiegen ist. Starbucks finde ich aber vom Kurs her, die Richtung stimmt.
lang genug korrigiert, wie ich finde, und fundamental in den Werten auch eigentlich sehr, sehr attraktiv. Dividendenrendite ist wirklich schön, Dividendenwachstum ist gut, ja, Bewertung ist, schaut gut aus und die Zukunftsprognosen eben auch. Also Starbucks, finde ich, kann man sich durchaus mal anschauen. Schauen wir jetzt aber zum zweiten Unternehmen. Das zweite Unternehmen ist Rexford Industrial. Und jeder, der mein Depot verfolgt, der weiß, dass ich sie ja im Depot habe. Ich finde es aber immer noch eine unterschätzte Firma, die noch nicht wirklich so bekannt ist. Natürlich haben wir hier auch eine stärkere Fokussierung. Es geht bei diesem REIT geht es um Industrie- und Logistikimmobilien, aber ganz klar fokussiert auf Südkalifornien. Die sind nicht weltweit vertreten, die sind wirklich nur in Kalifornien vertreten. Und das könnte jetzt der eine als negativ ansehen, weil hey, man muss sich ja auch irgendwie ein bisschen streuen, breit gestreut, nie bereut und so. Aber was das Spannende ist, dass sie eben so fokussiert sind, das gibt ihnen die Möglichkeit, eben sehr, sehr klar und fokussiert arbeiten zu können, sich nicht zu übernehmen, sondern wirklich auf eine Sache zu konzentrieren, eben auf diesen starken, starken Wirtschaftszweig in den USA, Kalifornien. Wenn das Kalifornien eine eigenständige Nation wäre, dann wäre das eine relativ große Wirtschaftsnation. Also ganz, ganz spannend, dass Kalifornien in den USA enorm wichtig ist. Und das macht Rexford halt clever, dass sie sich da festgesetzt haben und da eben Stück für Stück ausbreiten. Es muss ja nicht sein, dass sie nur da bleiben. Aktuell sind sie eben nur in Kalifornien tätig. Das kann jetzt der eine, wie gesagt, als negativ ansehen und der andere sieht es als Vorteil an. Aber wir gehen mal drauf und schauen eben, es geht nicht um Finanzen, es geht um Immobilien eigentlich, Industriezweig. Eine kleine Firma noch mit 10 Milliarden. Wir schauen auf die Dividendenrendite mit 2,86%. Gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Schon auch verlockend, ein bisschen mehr als sogar bei Starbucks. Jetzt muss ich mich nochmal kurz, nicht, dass ich was Falsches sage, was hatten wir bei Starbucks? 2,36 aktuell, genau. Also ein bisschen mehr sogar als bei Starbucks jetzt mit Rexford. Seit 10 Jahren steigern sie die Dividende. Sie gibt es aber eben auch noch nicht so lange. Ne? Darf man jetzt nicht vernachlässigen, nicht unter den Tisch kehren. Also 10 Jahre auch schon eine schöne Stabilität. Dann haben wir den Payout auf den Free Cashflow. Da müsst ihr jetzt aufpassen. Das ist ein Wert, den würde ich jetzt vernachlässigen, weil es geht bei REITs nicht um den Free Cashflow, es geht um den AFFO, den Adjusted Funds from Operations. Übertragen gesagt ist das die Mieteinnahme. Also diesen Wert, den Free Cashflow, den man sonst ansetzt bei Dividendenaktien, den darf man bei REITs nicht ansetzen. Wir schauen uns gleich den AFFO an und der muss die Dividende decken. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst würde man aus der Substanz zahlen müssen. Dieser Cashflow ist aber nicht ausschlaggebend für einen REIT. Ganz, ganz wichtig, den würde ich vernachlässigen. Wir schauen uns jetzt die 5-Jahre-Steigerung bei fast 20% im Schnitt der Dividende an, jedes Jahr. Das ist schon wirklich ein toller Wert. Auch eine Dynamikansteigerung oder die Dynamiksteigerung. 10 Jahre haben wir nämlich 13,5%, 5 Jahre im Schnitt bei fast 20. Erwartet werden bei der nächsten Steigerung 8,55, ist aber auch der aktuellen Zeit, würde ich sagen, ein bisschen geschuldet, dass es da einen leichten Abschwung wieder gibt. Aber der 5-Jahres-Wert gefällt mir schon richtig, richtig gut. Rexford hat auch einen ganz, ganz klaren Fokus auf einen guten Shareholder-Value, die Gewinne, die sie machen, auch wirklich auszuschütten an die Aktionäre. Genau, wir gehen jetzt aber drauf, schauen erstmal auf die Kursrendite. Was hätte man denn mit Rexford nur mit dem Kurs die letzten 10 Jahre gemacht? Und es wären 290%, also wirklich ein schöner Wert auch gewesen bei Rexford Industrial. Ich kenne keinen REIT, der eigentlich in der Kursperformance, also in dem Bereich, so gut gelaufen ist wie Rexford. Hier sieht man übrigens nochmal ganz, ganz schön so ein paar Bilder, was Rexford wirklich macht. Es geht ganz klar um Logistik, Immobilien, eben in Kalifornien, in den USA. Ja, hier sieht man es nochmal ganz schön. Südkalifornien, Industrial Property. Genau, Kursrendite wäre also eine Erfolgsgeschichte gewesen, obwohl wir jetzt diesen Abverkauf hatten in den letzten beiden Jahren. Wir gehen drauf und schauen auch eben auf den wichtigen AFFO, Adjusted Funds from Operations. Das sind also diese, die blauen Balken sind wieder die Dividenden und der rote Bereich ist der AFFO. Der Free Cashflow spielt hier wirklich nicht die Rolle, weil dann würden sie teilweise die Dividende nicht ausschütten können. Wichtig ist der AFFO bei den REITs, aber das hat sich, glaube ich, mittlerweile wirklich umgesprochen und der ist eben gedeckt, die Dividende ist gedeckt und die Aussichten sind auch richtig gut. Das Wachstum bei Rexford ist wirklich, wirklich stark. Umsatzwachstum genauso, es geht von links unten nach rechts oben, mal mit einer Seitwärtsphase jetzt, aber das ist jetzt kleiner Zeitraum Ende 2023 bis Anfang 2024. Das ist, glaube ich, noch nicht wirklich aktualisiert.
Aber wir sehen einen Umsatzwachstum von links unten nach rechts oben und darauf kommt es ja im Endeffekt an. Wir gehen auf die Performance insgesamt. Was hätte man denn mit Dividende die letzten 10 Jahre so verdient mit Rexford? Und es wäre eine Rendite von 339% insgesamt, also wirklich, wirklich stark für einen REIT natürlich auch, ne? Mit 16% im Schnitt jedes Jahr gewachsen. Im Schnitt. Total Return, Kurs und Dividende dazu. Man hätte eine persönliche Dividendenrendite von 11% mittlerweile. Wir sehen also, dass Dividendenwachstum bei der Firma auch eine große Rolle spielt, ne? Richtig, richtig gut. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir auf den fairen Wert und die Renditeerwartung. Da muss ich nochmal kurz aktualisieren, weil ich schon mal getestet habe. Also den Fair Value berechnen, dass wir wissen, was hätte man denn jetzt für eine Renditeerwartung, wenn man jetzt einsteigen würde. Wir nehmen hier auch den AFFO als Kennzahl. Die Dividende blenden wir nochmal aus. Die aktuelle Bewertung ist bei 30, KGV ist jetzt kein Schnäppchen. Wir sehen aber, Rexford ist immer hoch bewertet gewesen, bei 33 im KGV bereinigt und bilanziert 27, wären wir aktuell bei 24. Also das ist vom KGV jetzt her gesehen unter dem Wert in der im Schnitt der Vergangenheit. Wir gehen jetzt hier wieder auf die Erwartung Ende 25. AFFO, wenn man die Prognosen jetzt, wenn man den Glauben schenken würde, hätten hier aufs Jahr 23% Renditeerwartung, persönliche Dividendenrendite bei 3,4%, aktuell ist bei 2,9%. Eine Rendite insgesamt von 48% und wir machen der Vollständigkeit halber natürlich nochmal die Erwartung, die der Markt aktuell eben einpreist, bei KGV von 30 bereinigt, dann werden wir jetzt natürlich fair bewertet, machen auch hier wieder Ende 25, hätten aber immer noch eine gute Rendite aufs Jahr mit 17,7%, also mehr als im Schnitt der Vergangenheit, was wir ja vorhin bei 16 ungefähr gesehen haben, 16% und genau, Rendite insgesamt bei 35%. Also bei beiden Werten jetzt, was der Markt einschätzt und wenn man die Bewertung der Vergangenheit im Schnitt hernimmt, wären es beides sehr gute Werte, wenn man über den Marktdurchschnitt, den es normalerweise geben würde. Und jetzt schon mal als Abschluss eben auch nochmal auf den Chart, weil auch ganz, ganz wichtig einzuschätzen, wie ist denn Rexford auch vom Chart her gerade so aufgestellt, sage ich mal. Und wir sehen eben hier eine Seitwärtsphase, die letzten Monate muss man schon wirklich sagen, aber sie haben sich jetzt nach dem Tief auch gut zurückgearbeitet. Diese Unterstützung hat jetzt hier schon gehalten und wenn es Rexford schafft, auch wieder diese Widerstände zu überwinden, dann wäre das ein ganz klarer Aufwärtstrend auch wieder ganz wichtig, dass wir dann in Aufwärtstrend übergehen. Das wird aber wahrscheinlich erst passieren, wenn wir diese Zinssenkungen dann oder wirklich wissen, die Zinssenkungen kommen, weil dann ist es für Immobilienkonzerne natürlich so der Start, dass man wieder zurückgehen kann in die alten Bewertungen, wenn die Zinsen sinken, ist ja ganz klar. Ne? Die sind einfach sehr, sehr abhängig vom Zinsumfeld. Aber ich finde, aktuell läuft Rexford die ganze Zeit schon so seitwärts irgendwie und ich finde, dass man aktuell da einen sehr, sehr genauen Blick drauf werfen könnte. Man kann natürlich warten, ob sie hier jetzt zu dieser Unterstützung nochmal runterkommen. Man könnte darauf warten, ob sie die roten Widerstände überwinden und dann das als Kaufsignal sehen. Aber grundsätzlich finde ich diesen Bereich, in dem wir uns aktuell finden, bei Rexford gar nicht so unspannend, weil das Umsatzwachstum, AFFO-Wachstum und so in Zukunft auch einfach weiterhin sehr, sehr gut sein soll. Für mich eine Firma, die weiterhin sehr gute Aussichten hat, bewertungstechnisch wirklich attraktiv, auch vom Chart her finde ich es aktuell eine sehr, sehr spannende Phase und vom Geschäftsmodell, von den Aussichten scheint auch alles sehr, sehr gut zu sein. Jetzt gehen wir aber mal zum letzten Unternehmen, jetzt haben wir genug über Rexford gesprochen, gehen wir zu Unternehmen Nummer 3. Und wir sind angekommen bei General Mills, einem klassischen Dividendenwert. Genau wie Starbucks im Endeffekt auch. Es geht bei General Mills geht's um Basiskonsum, es geht um Lebensmittel, es geht vor allem so um Frühstücksprodukte, aber auch so süße Sachen wie ein Häagen-Dazs-Eis. Das ist mit Sicherheit die bekannteste Marke. Old El Paso, genau, es ist in den USA mit Sicherheit auch noch sehr bekannt, aber Häagen-Dazs-Eis, vor allem in Europa, glaube ich, die bekannteste Marke von General Mills. Es geht eben um Basiskonsum, hier haben wir nicht so Umsatzwachstum wie bei Starbucks oder bei Rexford. Es geht hier wirklich gemächlich zu. Quasi mit dem Anstieg der Weltpopulation wächst eben der Konsumbedarf eben auch. Und so wächst eben General Mills Stück für Stück ganz, ganz langsam und kontinuierlich eben nach oben. Ein ganz klarer Basiskonsumwert, einer der größten Lebensmittelkonzerne, die wir so haben. Wir gehen auch hier wieder auf die Dividendenrendite und da steigern wir uns jetzt wieder 3,6% General Mills aktuell.
Seit 3 Jahren steigern sie die Dividende. Sie haben sie also einmal nicht gesteigert, aber keine Senkung. Also vor 3 Jahren nicht gesteigert. Aber keine Senkung gibt es seit 35 Jahren. Also wirklich auch eine schöne Historie schon, wo man immer Dividende gezahlt hat. Aber gesteigert eben erst seit 3 Jahren am Stück. Da gab es einmal eine, können wir uns gleich mal anschauen, wann das genau war. Ob es jetzt Corona war, wahrscheinlich. Payout of the Free Cashflow. Jetzt haben wir wieder den Free Cashflow als Kennziffer, die wichtig ist. Jetzt sind wir wieder zurück im Free Cashflow. 58% ist aber immer noch genug Spielraum da, um zu erhöhen. Steigerung der letzten 5 Jahre bei 3,72%, 10 Jahre 4,2%. Steigerung erwartet ist stark, sogar bei 9,26%. Aber hier geht es eher gemächlich zu. Wir haben eine höhere Dividendenrendite oder eine schöne, sage ich mal. Schöner als bei Starbucks, schöner als bei Rexford. Aber eben auch nicht so starke Wachstumszahlen bei der Dividende. Ne? Auch ganz, ganz klar. Ein klarer langsamer, ein Slow Grower, aber dafür ein kontinuierlicher Slow Grower. Wir gehen auf den Kurs der letzten 10 Jahre und das wäre jetzt nicht wirklich überragend gewesen. Wir haben auch einen starken Abverkauf gesehen im Basiskonsumbereich, haben auch andere Unternehmen mitgemacht. Pepsi, Coca-Cola haben das auch zu spüren bekommen. Bei General Mills war es aber schon nochmal deutlich, muss ich sagen. Auch eine Hershey war zum Beispiel ähnlich abverkauft. 30% hätte man nur gemacht in den letzten 10 Jahren, das wäre jetzt nicht wirklich krass oder so. Aber auch hier natürlich wieder, je nachdem wann man einsteigt, kann das schon verlockend sein. Und wenn man eben gute Kurse erwischt, ist mit Sicherheit mehr drinnen als nur 30% in den letzten 10 Jahren. Aber das eben zur Vollständigkeit. Gehen wir auf die Qualität. Auch hier, die Dividende scheint sehr, sehr gut gedeckt zu sein. Wir gehen mal nur auf den bilanzierten Gewinn, schaut sehr gut aus. Dann gehen wir auf den bereinigten Gewinn, schaut sehr, sehr gut aus. Und auf den wichtigen Wert, den Free Cashflow, der schwankt ein bisschen mehr, aber auch da immer, immer schön gedeckt. Auch in Corona, gehen wir mal zu Corona. Oh, da war sogar richtig hoch, der freie Cashflow, sehr, sehr schön. Jetzt frage ich mich nur, warum einmal die Dividende nicht erhöht. Es war 2,36, 2,54. Die wurde eigentlich jedes Mal erhöht. 2,31 sehe ich jetzt nicht, wo die Dividende nicht erhöht wurde, muss ich jetzt sagen. Außer vielleicht kann es mir einer sagen und ich übersehe es gerade. Aber eigentlich, wie ich das hier sehe, wurde die Dividende immer gesteigert. Und weil wir gerade in der Statistik gesehen haben, vor 3 Jahren wurde sie nicht angehoben. Ah, hier haben wir es. 2018 wurde sie einmal nicht angehoben. Genau. 1,96 Dividende. Hier wurde sie einmal nicht angehoben. Okay. Aber sie hätte angehoben werden können. Das weiß ich jetzt nicht genau, warum nicht, ne? Weil der Spielraum wäre ja da gewesen. Umsatz, wir sehen es hier ein bisschen anders natürlich als jetzt bei Rexford und Starbucks. Es ist wirklich ein Slow Grower. Hier geht es nicht so ganz krass nach oben, aber es geht nach oben. Das ist wichtig. Stück für Stück wachsen sie. Die Prognose geht auch leicht nach oben. Ja, hier geht es um Wachstum von 2-3% pro Jahr. Nicht überragend viel, aber es ist eben da. Das ist eben wichtig. Wir schauen uns mal, was man mit Dividende verdient hätte. In den letzten 10 Jahren, wenn man hier drauf schaut, man hätte, und das ist schon wirklich ein bisschen ernüchternd, muss ich sagen, mit General Mills, es wäre keine Erfolgsgeschichte gewesen, eine Rendite von 66%, was besser ist als diese 30, die wir gerade gesehen haben. Was hatten wir hier gesehen? 30, genau. Hätten wir jetzt 66, also mehr als doppelt so viel mit Dividende, aber insgesamt aufs Jahr nur 5,2% Wachstum, Total Return, das ist eigentlich nichts. Aber, wie gesagt, es kommt darauf an, wann man einsteigt. Wenn man hier unten eingestiegen, gut, hätte, wäre, könnte, wäre das natürlich schon wieder anders. Dann hätte man aufs Jahr 13,5% gemacht. Es kommt immer darauf an, wann man einsteigt. Ne? Das ist klar, da oben, Alltime High, das wäre natürlich der schlechteste Moment gewesen, weiß man natürlich vorher auch nicht. Aber wir schauen uns jetzt mal an, was man für eine Erwartung ungefähr hätte, wenn man jetzt einsteigen würde. Darum soll es ja eben auch gehen. Fair Value bereinigt nehmen wir wieder als Kennzahl. 16.02. Ende, wir nehmen mal, was haben wir hier für Analysten, sind noch 20. Wir nehmen jetzt mal Mitte 2026, machen wir es mal so, Mitte 2026, hätten hier aufs Jahr eine Renditeerwartung von 16,2%. Das ist wesentlich mehr, als man in der Vergangenheit mit General Mills verdient hätte. Jetzt nur, wenn man den Prognosen Glauben schenken würde, wäre das eine sehr, sehr schöne Rendite, die man sonst nie bekommen würde bei General Mills. Eine persönliche Dividendenrendite von 4%, okay, aktuell ist sie bei 3,6. Schauen wir auf die Kennzahlen. KGV bereinigt bei 14,5, wesentlich weniger als jetzt im Schnitt der Vergangenheit. Kurs Cashflow ist auch unter dem Schnitt. Kurs Umsatz ist unter dem Schnitt und die Dividendenrendite ist höher als im Schnitt. Bilanzierter KGV auch. Also das sind alles Werte, die jetzt darauf hindeuten, dass wir unterbewertet sind im Schnitt
der Vergangenheit. So, wenn man jetzt aber das aktuelle KGV nochmal bereinigt einrechnen würde, wenn man da konservativer rangeht, schauen wir nochmal jetzt an, dann wären wir jetzt ja nahezu fair bewertet, gehen wir wieder Mitte 26, hätten da eine geringere Renditeerwartung, 8,6% aufs Jahr, aber es wäre immer noch mehr, als man in der Vergangenheit mit General Mills verdient hätte. Selbst wenn man jetzt da sehr konservativ rangehen würde. Wir gehen mal aufs Wachstum. Umsatzwachstum ist natürlich jetzt nicht, also das ist natürlich jetzt nicht überragend hoch bei General Mills. Da muss man auch dazu sagen, wir wachsen hier im niedrigen einstelligen Bereich im Endeffekt. Ne? Aber das Gewinnwachstum ist da, Cashflow-Wachstum ist da, jetzt sagen wir mal sogar Gewinnwachstum ist da. Also es ist trotzdem das so, dass die Firma schon weiterhin wächst. Es ist wirklich nicht exorbitant. Ich würde hier nicht mit einem, mit einem Tech-Unternehmen rechnen von der Performance her. Aber wenn man hier clever einsteigt und ich finde aktuell durch diesen Abverkauf, schauen wir jetzt eben nochmal im Kurs an, hat man hier mal eine Möglichkeit, ganz ehrlich, zu einem relativ guten oder zu einem sehr guten Preis bei General Mills reinzukommen. Ganz ehrlich, hier oben wäre das richtig hart gewesen, wenn man hier eingestiegen wäre bei $90, jetzt sind wir bei 62. Das türkise Trendlinie gefällt mir auch, ne? Wir haben hier so einen Aufwärtstrend, grundsätzlich Aufwärtstrend, schaut sehr, sehr gut aus. Natürlich ein bisschen abwarten, ob sie sich jetzt da gut halten können. Wenn sie hier drüber kommen, über diesen Abwärtstrend, dann wäre das auch nochmal ein schönes Kaufsignal. Wichtig ist aber auch, dass sie über diese Widerstände auch kommen. Ne? Dass wir hier jetzt drüber kommen mit dem Kurs über diesen Widerstand und auch über diesen. Das wäre dann ganz klar der Aufwärtstrend, der dann wieder intakt ist. Darauf könnte man noch warten oder man sagt eben, ja, man wagt es jetzt schon einzusteigen, weil die Bewertung attraktiv ist. Kann man, finde ich, jetzt auch schon oder mit zwei Tranchen jetzt und dann nochmal später. Das wäre jetzt nur so meine Meinung, immer keine Anlageberatung, ihr wisst ja Bescheid. Aber ich finde, General Mills fängt sich hier ganz gut durch diesen starken, starken Abverkauf, den wir zum Beispiel eben auch bei Hershey's gesehen haben, ähnlicher Kursverlauf hier runter. Aber das ist schon stark wirklich runtergekommen jetzt für so ein solides Unternehmen eigentlich. Ne? Also ihr Lieben, wir haben jetzt drei Unternehmen gesehen, Starbucks, Rexford und General Mills, die alle drei, wie ich finde, in einer sehr, sehr spannenden Situation sind. Die man sich fundamental anschauen kann, die man sich vom Chart anschauen kann und ich davon ausgehe, dass die weiterhin auch gut laufen werden. Die Geschäftsmodelle sind ja intakt. Ist ja nicht so, als würde man hier in irgendwas extrem Risikoreiches einsteigen, in ein Geschäftsmodell, was es morgen nicht mehr gibt oder so. Das sind alles sehr solide Player, die weiterhin ihren Weg gehen werden und wie ich finde, aktuell wirklich einen Blick wert sind. Ich hoffe, euch hat es ein bisschen weitergeholfen. Ihr habt ein paar neue Unternehmen vielleicht kennengelernt. Ihr könnt mir auch gerne kommentieren, wer hat die Unternehmen schon im Depot, wer kennt sie. Gerne reinschreiben und abonniert den Kanal, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit, dass ihr dabei wart. Wir sehen und hören uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao, ciao.